Mir wurde von einem anonymen Zuschauer auf Discord ein Clip von Dekadent zugesendet. Mir wurde berichtet, dass Dekadent hier übelst gegen mich gehetzt haben soll. Ich hatte mir das vorher noch nicht angesehen, da ich nicht allzu viel Zeit mit unserem Karl hier verschwenden will. Er ist ja einer der übelsten Hassprediger, die auf Twitch unterwegs sind und junge Kinder in ihrer totalitären Ideologie indoktrinieren. Erinnert euch daran, er hatte in der Vergangenheit zu Wahlbetrug aufgerufen. Er hatte gesagt, man sollte politische Gegner in Löcher treiben und andere. Tick-tack, Er hat tick-tack, Sarah Wagenknecht tick-tack, in die Nähe von tick-tack, Faschismus tick-tack, gerückt. tick-tack, tick-tack, Also, tick-tack, tick-tack, ja, tick-tack. all die Sachen, die wir von dieser totalitären Walken-Bubble sonst auch gewohnt sind. Also schauen wir mal an, was Karl hier highly Komisches über mich zu sagen hat. Für 5. Mein Puls gleich 0, vielen Dank für 2. Und Don. Ah ja. Wo machen wir das? Ich bin reingeschmult heute. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschmult in die Dinge, die wir uns angucken können. Und ich sage euch, heute gibt es gutes Material. Heute haben wir gutes Material in der Pipeline. Heute bin ich sehr zufrieden. Heute bin ich sehr zufrieden. Heute gibt es gute Sachen. Ich habe viel Trash. Ich glaube, es gibt sehr viel Trash, es gibt sehr viel Unsinn und es gibt sehr viel Ernstes. Also ich kann mich original einfach entscheiden, was ich heute mache. Je nachdem, wie ich drauf bin. Je nachdem, wie ich drauf bin. Ne? Das Gesinge kommt aus dem Hintergrund von Karl. Je nachdem, wie ich Bock habe. Wo war denn das Erste? So, bevor ich es vergesse. Hallo About a Fruit und Mannerzwerg. Ich habe euch gerade im Chat gesehen. Hallo Bündnis Marv. Und danke an alle freundlichen Spender. Ich das noch vergesse. Während des Gesprächs hatte ich zu all dem ja nichts gesagt. I took a political compass test. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich habe nicht gesagt, dass ich heute vorhabe, zu beenden, was in mir ruht. Kimwasser-Sommelier, vielen herzlichen Dank. Danke für das Subgift. Gregors Politik versus Agitator wäre gut. Was ist das denn? Wer ist Gregors Politik? Agitator ist doch die Elfbar, ne? Agitator würde ich vorschlagen, dass wir den zukünftig einfach nur Elfbar nennen. Weil der sieht ja aus wie eine Elfbar. Und deswegen fände ich es ganz angemessen, wenn wir Agitator einfach Elfbar nennen würden. Der sieht halt aus wie eine Elfbar, ne? Der Gregor hat den komplett zerlegt. Glaube, Gregor ist Base. Entscheiden haben, sind nicht gewählt. Mhm. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Also meint ihr jetzt Gregor Danke jemand, für den ich das, dann bei der... Subgift. Elfbar Arnold, ja, Elfbar Arnold, so soll er den nennen. Ist Gregor also jemand, der bei der nächsten, beim Grabenkampf-Revival mitmachen sollte, oder was? Hippies raus. Reicht jetzt Kilo. Gregor ist stabil, ist aus der... Wie nennen wir Karl jetzt? Nein, wir beteiligen uns nicht an solchen dummen Schmutzkampagnen. Also Karl nennen wir einfach einen totalitären Antidemokraten, der ja, ein politischer... Das, so nennen wir Karl. Wir lassen uns auf dieses lächerliche Spielchen hier gar nicht ein. Baba Bubble. Mich dreht's komplett, wenn ich den Satz lese, geh mal raus. Wer will's Rito übel nehmen? Wer will's Rito übel nehmen? Etwas lauter machen, bitte. Und das hättet ihr doch früher sagen können. Wieso sagt ihr es erst jetzt? Ey, ich werde nur mal reinschnuppern, ne? Aber ey, du kleine Elfbar. Ich nehme an, du erinnerst dich noch an. Ey, du kleine Elfbar. Ich mache jetzt den Gefallen, den viele dir nicht tun werden. Elfbar, das ist ja jetzt schon das wievielte Mal, dass er das sagt? Das siebte oder achte Mal?
durchgezählt. Man könnte ja nach Napoleon sagen, die einzig wirksame Rede ist die Wiederholung. Also Dekadent scheint seine Community für nicht sonderlich intelligent zu halten, wenn er den gleichen dummen Wortwitz immer wieder wiederholt. Ja, das ist eine E-Zigarette, weil gerade einer im Chat fragt. Dann. Und zwar mache ich direkt eine Anmoderation für ihn. Hallo. Hallo, ich bin Elfbar Arnold und der woke Extremist Dekadent hat auf meinen Diskurs mit Gregor Politik reagiert und das Video werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen, um zur Erkenntnis zu bringen, wie einfach und auch Hasser fühlt, die woken Extremisten auf Twitch mittlerweile sind. Sie versuchen, den Meinungskorridor gänzlich zu verengen und versuchen, die... Das ist dumm. Ich bin dagegen. Ich werde übrigens mehrere dieser Ankündigungen machen, einfach also, nur, damit er die nicht geschickt raus... Ihr merkt, ich lasse das ja einfach laufen, weil man dazu inhaltlich nichts sagen kann. Also schneiden kann, ne? Kann ja sein, dass er sich das vor... Also die gucken sich das ja alles vorher an, diese ganzen Elfbar Arnolds. Und dann Nein. Wenn ich auf diese Wokisten reagiere, schaue ich mir das sehr, sehr selten vorher an. Oder wenn nur einige Ausschnitte, um zu gucken, ob es sich lohnt. Aber Dekadent, der wurde mir zugeschickt, das habe ich mir vorher nicht angesehen. Wie gesagt, antworte doch nicht mit Ad hominem Angriffen. Ich sehe da schon wieder ganz viel, was auf Dekadents Niveau läuft. Hebt das eine Ebene höher und geht aufs Inhaltliche. Schneiden die das raus, nicht, dass sie sich damit abgeben müssen. Naja, klar, war ja aber wieder klar, dass Dekadent nichts anderes zu bieten hat, als auf äußerliche Faktoren einzugehen, da ja inhaltlich nichts zu bieten hat. Nee, ich mach das einfach nur, weil ich es ziemlich witzig finde, dass du von biologischen Männern sprichst, ne? Weil wenn wir über biologische Männer ist sprechen, dann würde ich persönlich ich aus meiner Linksradikalen... Ich 5 Minuten vor. Vielen herzlichen Dank für 5. Der woke Ideologe, der woke Identitätsfaschist Dekadent hat auf mein Video reagiert. Falls sich wer fragt, wo die Kacke herkommt, Trinidad und Tobago. Faschist habe ich die Woken nie genannt. Das sind Wokisten, eine andere totalitäre Ideologie, die es auch zu bekämpfen gilt, die aber eben kein Faschismus ist. Woken nennen ja jeden Faschist, den sie nicht mögen. Einschließlich mir, also ich wurde auch schon Nazi genannt aus dieser Bubble. Also jetzt nicht von den Streamern, sondern von ihrer Gefolgschaft, aber ja. Zella, du kannst doch inhaltlich auf das hier antworten. Reagiert und hat sich inhaltlich wie immer blamiert. Wir werden uns diese Blamage jetzt gemeinsam anschauen und wir werden erörtern, warum der extremistische Wokist... Ja, was heißt Mobber? Also ich finde solche Ad hominem-Angriffe wesentlich weniger schlimm, als Rechtspopulist diffamiert zu werden. Ganz ehrlich, also Karl ist kein so schlimmer Hetzer wie Dara oder Neitan, das muss man schon sagen. Also er hat auch noch weniger Inhalte zu sagen, wäre falsch, da Dara und Neitan auch keine Inhalte haben, sondern sich irgendeinen Schwachsinn zusammenschwurbeln. Aber Karl macht nicht mal ein Hehl daraus, dass er keine Inhalte hat. Sagen wir es mal so. Also... Ich spule noch mal ein paar Minuten vor. Ich werd gelegt. Danke. Entschuldigung. Wir fangen jetzt wirklich an. Es kann doch wirklich nicht sein. Das muss auch wirklich... Wir müssen... Das kann doch wirklich nicht sein. Es kann doch nicht sein. Wir müssen jetzt langsam anfangen. Der linksfaschistische Wokist Dekadent hat auch... Ich habe Karl nie einen Linksfaschisten genannt und ich würde das auch nicht tun. Faschismus bezeichnet die Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Meine Danke, Debatte mit Gregor Politik reagiert und hat enttarnt, was... Um was ist den Wokisten? Ja, Karl soll angeblich studiert haben, das wundert mich auch. Tatsächlich geht. Es geht ihnen nämlich um die komplette Machterkenntnis. Weißt du was, du Elfbar Arnold, wenn du denkst, dass ich da wirklich drauf reagiere, um dir Content zu geben, dann kannst du dich aber zweimal in deine Elfbar reinfinden. Ja, das hast du gerade gemacht. Nur keinen einzigen meiner Zuschauer überzeugen. Du hast jetzt deine Community bespaßt, kein einziges inhaltliches Argument. Und ja, ich habe jetzt 10 Minuten verschwendet. Wenn überhaupt. Viel mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Das war der Walker Stream.
die Guten. Das waren die Guten. Ich glaube, so sollten wir sie in Zukunft immer nennen, wenn wir auf sie reagieren. Denkt dran, diese Leute setzen sich dafür ein, dass wir vernünftig miteinander umgehen, dass wir niemanden unterdrücken, beleidigen, herabsetzen oder sonst irgendwas tun. Ja. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich darauf jetzt noch inhaltlich antworten soll. Also,